Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder einen DM-Haul von mir. Und zwar war ich ganz spontan drin, habe ein paar coole Neuheiten entdeckt, von Essens auch, Make-up, aber auch Sonnenschutz. Und die hatten super viele Sachen, die extrem, aber wirklich extrem rabattiert sind. Das heißt, wenn ihr auch auf der Suche nach ein paar Schnäppchen seid und wissen wollt, was ich mir gekauft habe, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. Übrigens, ich habe auch auf Empfehlung einer lieben Abonnentin, die mir das unter mein Hatice Schmidt Video gepostet hat, mir mal das Video von der lieben Janine Konrad angeschaut. Die ist ja super talentiert, die kann sich so gut schminken. Und die hatte so tolle Erfahrungen mit einer Essence-Palette, dass ich mir gedacht habe, ich nehme die auch mit und ich habe auch direkt einen Look geschminkt. Das werdet ihr in dem Video auch sehen. Also wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und ich würde sagen, jetzt legen wir los. Also ihr Lieben, nur damit ich es nicht gleich verpasse und damit ihr es auch nicht verpasst, ich habe mir diese Essence-Lidschatten-Palette gekauft, die Hello Berlin. Denn die liebe Janine hat damit einen Look geschminkt im Vergleich zu der Hatice-Palette. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss das unbedingt mal ausprobieren, ob das wirklich so ist, denn ich bin nicht so talentiert wie die Janine, muss ich ganz klar sagen. Sie ist auch locker 10, 15 Jahre jünger als ich würde sagen eher 15. Insofern habe ich gedacht, mal gucken, ob das auch auf meinen etwas faltigeren Augen funktioniert. Und ja, wenn ihr das sehen wollt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn dann blende ich euch das mal ein, wie ich das eben aufgetragen habe. Ich habe die beiden Looks schon auf den Augen. Ihr könnt gerne mal schauen und euch selbst überzeugen. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das auch gerne machen, denn ich habe jetzt für mich Stories entdeckt und da habe ich halt schon ein bisschen darüber erzählt, dass ich das machen will und so weiter. Ich habe euch auch schon ein Bild gepostet, ihr konntet abstimmen und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen, denn dann können wir auch mal, da interagiere ich auch viel mehr mit euch. Ich schicke euch ganz häufig eine Sprachnachricht, weil ich auch ein bisschen tippfaul bin und ich finde es einfach persönlicher. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen, also schaut dort gerne mal vorbei und dann spamme ich euch vielleicht auch ab und zu mal in den Stories richtig heftig voll. Okay, ihr Süßen, aber jetzt lange genug rumgequatscht. Jetzt starten wir direkt. Ich freue mich, euch die Sachen zu zeigen, denn es sind ein paar richtig coole Schnäppchen dabei. Und auch noch ein paar andere Sachen von Essence. Also, los geht's. Dann würde ich sagen, ich starte mal mit den anderen Produkten von Essence, die mich auch super angesprochen haben. Die habe ich in der Tat schon ein, zwei Tage vorher mitgenommen. Wenn ich jetzt drei, vier Produkte kaufe, mache ich in der Regel kein Haul-Video, sondern mache dann ein Tutorial. Aber dazu kam ich noch nicht, weil ich noch so viele andere Videos gemacht habe. Ist ja auch egal. Letztendlich, ich habe The Rose Edition, diese Palette, mitgenommen. Und ich glaube, dass diese Farben hier schon auf den ersten Blick nicht so ganz vergleichbar sind mit dieser Palette. Die ist auch wesentlich günstiger. Ich glaube, die kostet nur 4, 5 Euro. Und die kostet immerhin 7 Euro. Also ich glaube, das alleine schon ist ein Unterschied. Ich kann ja mal hiervon welche swatchen. Sie haben mich farblich sehr angesprochen. Ich glaube, da hat die Frühlingsrolina ein Video gemacht und war, glaube ich, auch begeistert davon. Und ich lasse mich ja da auch mal inspirieren und habe gedacht, ach komm, dann kannst du das doch auch mal testen. Vielleicht mal hier so ein paar schöne Töne. Mal schauen. Gerade solche, es ist halt sehr staubig. Oh, aber das sieht gut aus. Also ganz helle, zarte Töne. Jetzt vielleicht für den Valentinstag. Super interessant. Freue ich mich schon drauf. Also da werde ich bestimmt einen Look machen. Eventuell auch einfach auf Instagram mal so eine kurze, schnelle Nummer. Das machen wir einfach weiter. Das nächste, was ich von Essence gekauft habe, ist eine Mascara. Und zwar die Bye Bye Panda Eyes. Die habe ich jetzt noch nicht benutzt. Da bin ich super gespannt, wie das Bürstchen ausschaut. Hier steht drauf, sie ist Long Lasting und Smudge Proof Formula. Oh, die hat eine super Bürste. Und ich muss sagen, ich liebe Essence Mascaras. Die beste fand ich, war diese lilane. Die habe ich mir bestimmt schon zwei, dreimal nachgekauft. Die habe ich auch schon meiner Mama empfohlen und Freundinnen. Und jeder fand sie geil. Und jetzt bin ich gespannt, wie die ausschaut. Ich finde, die Verpackung ist mega süß. Und das Bürstchen sieht vielversprechend aus. Und dann konnte ich es mir auch nicht nehmen, mir einen 20 Forever Ink Eyeliner von Essence auch noch mitzunehmen. Der hat so eine Filzmine, damit komme ich eigentlich immer super gut parat. Ja, freue ich mich drauf. Übrigens, könnt ihr mir mal schreiben, ob mein Ton anders ist? Ich habe jetzt einfach mal mein Mikro weggelassen, weil mir manche, eine hatte mir geschrieben, ihr seht, ich lese wirklich jeden Kommentar, dass es manchmal so Windgeräusche macht. Und ich muss sagen, ich habe das im Schnitt auch schon gemerkt. Allerdings habe ich gedacht, das höre nur ich und ihr hört das nicht, weil es mir noch keiner gesagt hat. Also ich bin für konstruktive Kritik.
was jetzt Technik und so weiter betrifft, sehr offen. Manchmal hört man das selber nicht oder nimmt es nicht so wahr. Und wenn also sowas Technisches ist, wo ihr denkt, oh, das könnte man aber vielleicht Audio verbessern, da bin ich da sehr gerne bereit. Deswegen, ich habe es jetzt einfach mal weggelassen. Ich habe gedacht, vielleicht ist die Tonqualität sogar was besser. I don't know, müssen wir jetzt einfach mal rausfinden. Ansonsten kaufe ich mir ein anderes Mikro, kein Problem. So, und dann das nächste Produkt, jetzt machen wir direkt weiter, sorry, ist von Catrice der Sheer Beautifying Lip Balm. Die sind ja jetzt mit so einer veganen und natürlichen Linie rausgekommen. Smoothing Lip Balm with Arganöl. Also hier steht es auch auf Deutsch. Pflegender Lippenbalsam mit Arganöl in der Farbe 020 Fashion Movement. Finde ich super. Und die Farbe fand ich mega ansprechend. Ich werde das mal in einem separaten Video testen oder auch gerne bei Instagram mal in der Story. Das könnten wir ja auch mal machen. Der riecht total angenehm. Ist das Kokos? Könnte sein. Es riecht richtig gut. Gefällt mir schon mal. Also, und ich dachte halt, das passt so gut zusammen und ja, da freue ich mich. Also da kann ich auf jeden Fall alleine mit den vier Produkten einen Look mal schminken, wenn ihr wollt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich das auch gerne hier auf YouTube, ne? Und jetzt zeige ich euch die nächsten Sachen, ey. Es ist der Hammer. Also, ich habe mir natürlich wieder obligatorisch ein Reinigungsöl und Wattepads gekauft und ich werde die auch nicht ersetzen durch waschbare, weil die Waschbaren bei mir bislang nicht funktionieren. Ich habe solche Handtücher, die finde ich gut, also so zum Abschminken, solche Mikrofasertücher. Die kann ich euch auch gerne mal in der Infobox verlinken von Amazon. Ich glaube, die kosten so 15 Euro für 14 Stück. Also es sind so 7 rosane und 7 graue. Und das finde ich ist ein super Preis. Und dann hat man auch genug Zeit. Also dann kann man das einfach so einmal die Woche waschen und man kann jeden Tag ein frisches Handtuch benutzen. Das finde ich total gut. Aber diese Wattepads, die zum Waschen sind, da komme ich irgendwie nicht mit klar. Und ich finde die einfach besser und nutze die jetzt. So. Okay, so, jetzt kommen wir mal zu den Schnäppchen, die ich gefunden habe. Und zwar fand ich das mega cool. Da war so eine Theke, da war alles extrem rabattiert. Und das Krasseste ist der Sonnenschutz, weil ich fahre ja jetzt ungefähr in 1,5, 2 Wochen, ich weiß nicht, wann das Video jetzt kommt, vielleicht ist es auch schon dann in einer Woche, in den Urlaub nach Thailand für 2 Wochen. Es wird dann hier ein bisschen weniger Videos geben, vielleicht nur 1 die Woche oder maximal 2. Ich muss mal gucken, ob wie weit ich mit dem Vordrehen da zurechtkomme. Bislang habe ich noch nichts vorproduziert. Drückt mir die Daumen. Also es wird jetzt auch in der Zeit davor nicht ganz so viel kommen, weil ich das dann vielleicht ein bisschen aufsplitten werde. Wir müssen es mal sehen, wie ich es schaffe. Genau. Und dafür brauche ich halt Sonnenschutz, weil es ist schon besser, ihr kauft das hier, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade mal nach Asien reist oder so. Denn dort ist Sonnenschutz sehr viel teurer als hier. Und ja, dann findet man auch vielleicht so nicht was Gutes. Ne? Also da zahlt ihr schnell für so eine Flasche 15 Euro oder so. Das ist total übertrieben im Verhältnis, wie die Kosten sonst in dem Land sind. Also Sonnenschutz würde ich von zu Hause mitnehmen. Und ja, dann zeige ich euch jetzt auch mal zuerst den Sonnenschutz. Und zwar habe ich von Riemann P20. Das ist so eine Marke, die habe ich schon ganz häufig gesehen in diesen Magazinen, die es im Flugzeug gibt, für Duty Free, ne? Wenn man sowas shoppen will im Flugzeug. Und da kostete das meistens entweder 25 oder 30 Euro. Ich habe eben noch mal bei Amazon geguckt, da kostet es 23,50 Euro. Und zwar ist das mit Lichtschutzfaktor 50 und es ist reduziert auf 7,45 Euro, weil es wahrscheinlich aus dem Sortiment geht. Das Interessante an diesem Sonnenspray, und das finde ich mega genial, ich wollte das schon immer kaufen, mir war es nur ehrlich gesagt einfach zu teuer. Das ist hier so eine Sprayflasche. Die haben das übrigens auch in 100 Milliliter und 50 Milliliter. Das sind jetzt hier 200. Das heißt, wenn ihr, ich glaube, die 100 Milliliter Packung nehmt, die kostet 5 Euro und die 50 Milliliter Packung 3,50. Und dann habe ich gedacht, das lohnt sich auf jeden Fall. Und das Coole ist jetzt, das hält 10 Stunden lang. Das heißt, ihr sprüht euch nur einmal ein und braucht euch danach nicht mehr einsprühen. Also so steht es hier drauf. Ich werde das dort natürlich einem super Test unterziehen, ob das wirklich so ist. Ich weiß nicht, ob ich mich es traue, dass ich danach nicht mehr nachsprühe. Wenn jemand von euch Erfahrungen damit hat, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, ob es funktioniert. Ich fand das eine super Geschichte, weil man kann wohl auch bis zu 4-mal 20 Minuten lang ins Wasser gehen und der Schutz ist trotzdem da. Und ich hasse es ja total, wenn ich mich 100-mal eincremen muss. Also so einmal eincremen oder 2-mal finde ich alles noch okay, wenn es dann ganz gut riecht und so.
Aber so zigmal nachcremen nervt mich ehrlich gesagt und vor allen Dingen nervt es total, wenn man es dann doch mal vergessen hat oder nicht rechtzeitig gemacht hat und man ist dann rot, man hat ein rotes Dekolleté, das Gesicht ist rot. Und für meinen Mann ist es auch extrem wichtig, weil der hat eine Glatze und dass der auf dem Kopf das auch hat, an den Ohren und so und dass er es nicht vergisst, weil das ist halt kein Schutz durch die Haare und so. Deswegen fand ich es mega cool und ich wollte jetzt mal dran riechen, ob das gut riecht, denn die Verkäuferin meinte, das soll voll gut riechen und ich habe eigentlich gedacht, es ist mir scheißegal, wie das riecht. Hauptsache, ich brauche nicht oft sprühen. Dann finde ich schon mal gut und jetzt bin ich gespannt. Ich mach mal. Nee, das riecht nicht gut. Es riecht eher ganz normal, ein bisschen sogar nach Alkohol, würde ich sagen. Ja, das erste ist auch Alkoholdenat, was hier drin ist. Warum auch immer. Es soll aber so super schützen, aber man riecht den Alkohol, muss man ganz klar sagen. Und dann riecht es eigentlich geruchslos. Also ich glaube, es ist auch okay, wenn man sich damit nur einmal einsprüht und nicht fünfmal, weil das ist kein toller Geruch, überhaupt nicht. Das ist auch eher, dass man danach wirklich Ruhe hat. Dafür habe ich es jetzt gekauft. So. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen einmal Lichtschutzfaktor 50 mit und dann auch nochmal Lichtschutzfaktor 30, einfach um auch ein bisschen runterzugehen. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit mit einem Hardcore-Blocker rumlaufen, aber so die ersten 2, 3 Tage finde ich das schon gut und vor allen Dingen sind wir die ersten 2, 3 Tage in Kaolack und dann sind wir da wahrscheinlich auch viel im Wasser, sind wir direkt am Strand und so weiter. Dann geht es weiter nach Phuket, dann geht es noch nach Koh Yao Noi. Und vielleicht machen wir, und dann auch noch Bangkok am Ende natürlich. Und wir werden dann bestimmt vielleicht sogar euch mal in den Stories mitnehmen. Ich bin mir noch nicht sicher, auf welchem Kanal ich das machen werde. Entweder bei Franka und Paul. Ich habe ja so einen Kanal mit meinem Mann zusammen, wo wir eigentlich Food-Unboxings machen. Vielleicht werden wir auch so den Reisecontent auch da drauflegen. Auch dazu gibt es einen Instagram-Account, wo aktuell noch nicht viel ist, aber ihr könnt uns gerne da folgen, wenn ihr wollt, ne? So, und dann habe ich aber, Moment mal kurz, ist irgendwas runtergefallen, was war das? Ah, Wattestäbchen, egal. So, dann habe ich mir aber gedacht, okay, ich mache es immer so, ich fange an mit Lichtschutzfaktor 50, dann gehe ich runter auf 30 und dann gehe ich irgendwie die letzten ein, zwei Tage runter auf 15, damit ich ein bisschen knusprig werde, trotzdem, ohne Gefahr, ja? Also ich will mich schon immer schützen. Und dieses Hawaiian Tropic, das ist halt was, was wirklich geil riecht. Jetzt ist mir hinterher halt aufgefallen, wir haben halt die letzten 4 Tage Bangkok, machen wir, weil ich liebe Bangkok, muss ich ehrlich sagen. Aber da wäre ein Spray wahrscheinlich angemessener. Naja, dann werde ich das wahrscheinlich für zu Hause nutzen, ist nicht schlimm, weil das war auch reduziert auf 3,98 oder sowas von 8 Euro, also um die Hälfte reduziert. Aber nur das mit Lichtschutzfaktor 15. Das mit 30, das war weiterhin bei 8 Euro. Aber der Geruch von diesem Hawaiian ist, das ist einfach absolut genial. Und vor allen Dingen, man schimmert dann hier auch so leicht. Das ist so ein leichter Glow mit drin, wie als ob da so Highlighter mit reingemischt wäre. Ganz, ganz großes Kino. Und auch meinem Mann gefällt das, dem gefällt auch der Geruch. Findet das gut. Aber der steht halt auf süße Düfte, insofern ist das kein Problem. So, dann zeige ich euch mal das, was ich eben noch rausgeholt habe. Das war hier von L'Oreal Insta Mega Volume Dry Shampoo. 1,50 Euro. Ich weiß nicht, was das vorher gekostet hat, aber bestimmt 5 Euro. Ich finde es mega mit Reisstärke und das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Wahrscheinlich morgen, denn heute habe ich mir die Haare gewaschen. Das heißt, ich werde das morgen mal testen, werde morgen bestimmt auch noch ein Video drehen und dann einfach mal im nächsten Video darüber berichten. Aber da freue ich mich total drauf. Finde ich richtig cool. So, und was habe ich noch mitgenommen? Ach genau, zum Thema Reise. Das war es. Es jetzt, kommt jetzt nicht mehr ganz so viel. Mal schauen. Noch 2 Reisezahnbürsten. Da nehme ich persönlich echt immer die günstigsten, weil ich will dann nicht 3, 4 Euro für so eine Zahnbürste ausgeben. Wir nutzen zu Hause nur unsere elektrische. Aber ich finde die, die man so einklappen kann, eigentlich ganz gut hygienisch, da wir ungefähr 4-mal unser Hotel wechseln, weil wir immer nur 3, 4 Tage an einer Stelle bleiben und dann einfach viel sehen wollen. Ist es natürlich blöd, so eine Zahnbürste dann immer so offen irgendwo in seine Kosmetiktasche zu schmeißen. Deswegen finde ich das gut, dass hier so ein Klappgriff ist. Dann kann man das einfach in dieses Ding quasi reinklappen und dann ist es hygienischer und die hatten nur die Farben. Deswegen habe ich jetzt das genommen. So, und dann habe ich noch was genommen. Und zwar, ich habe mir Micellenwasser von Sebamed mitgenommen. Das ist wohl auch neu. Ich mag das mal hin und wieder in Micellenwasser ganz gerne, auch gerade so fürs Augen-Make-up, wenn ich mal kein Öl haben will.
Und ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, nächste Woche mir die Wimpern verlängern zu lassen. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, aber irgendwie habe ich Bock darauf für den Urlaub. Und ich dachte so, eine Woche davor ist es eine gute Zeit, es auszutesten, ob es mir gefällt. Und dann brauche ich mich im Urlaub einfach nicht viel schminken, also kein Augen-Make-up. Dann mache ich einfach nur meine Foundation abends ein bisschen drauf, bisschen Glow, bisschen hier und da und ein bisschen Lippenstift. Und dann war es das. Und dann hat man nicht so viel Stress, weil ich mache mir den dann schon, weil ich schmink mich halt auch gerne. Und dann schmink ich mich halt auch im Urlaub eigentlich immer abends zum Essen gehen. Weil wir gehen auch immer irgendwo schön hin, und sei es irgendwo an der Straße oder so, ist egal. Aber ich schmink mich schon dann eigentlich immer. Und ich dachte, so ist es vielleicht einfach mal ein bisschen mehr easygoing, ne? Naja, ich bin gespannt, ob es mir gefällt oder ob ich es vorher vielleicht doch wieder abmache, weil es mir nicht gefällt. Wenn wir sehen, ihr werdet vielleicht auch ein, zwei Videos damit sehen, mal gucken. Ich bin selber sehr, sehr gespannt. Ich habe das noch nie gemacht. Und dann darf man sich nicht mehr mit Öl die Augen abschminken. Und deswegen habe ich mir schon mal so ein Micellenwasser besorgt. Ich werde das jetzt heute Abend auch mal zum Abschminken benutzen, um zu schauen, ob es überhaupt funktioniert, weil ich habe keine Ahnung, ne? Aber ich bin gespannt. Es war relativ teuer, 5, 6 Euro. Fand ich schon ein bisschen hart, aber vielleicht funktioniert es ja gut. Ansonsten finde ich das von Bioderma auch sehr, sehr gut. Das entfernt wirklich Augen-Make-up. Und ich dachte, vielleicht ist das ja ähnlich gut. So, und jetzt habe ich noch ein Produkt. Und das wollte ich mir eigentlich schon immer kaufen. Das war leider nicht rabattiert. Aber egal, es musste trotzdem mit. Und zwar das After Sun von Hawaiian Tropic. Das riecht so gut. Unglaublich. Ich habe zwar super cooles After Sun von La Roche-Posay noch da, aber ich habe so zwei halbleere Packungen, die sind noch so ein Drittel voll. Und dann habe ich gedacht, ich brauche eh noch eins. Und das riecht so gut, das kann man super abends vorm Ausgehen. Wenn ich mir das drauf mache, ich weiß, dass es das meinem Mann voll gut gefallen wird, weil das einfach so nach Kokos und oh, einfach, das riecht einfach himmlisch. Riecht da mal dran im DM, da gibt es Tester davon. Das riecht so nach Urlaub und aber so richtig schön. Oh, ich freue mich total. Ist nicht ganz günstig, kostet 8 Euro, aber es ist super pflegend und ich freue mich jetzt schon sehr, sehr, sehr darauf, das zu benutzen. So, ihr Lieben, und jetzt kommen wir zum Finale, nämlich zu diesem Make-up-Look. Wenn ihr mögt, schaut gerne, wie ich das Ganze aufgetragen habe. Dann erfahrt ihr auch am Ende, welche Seite welche ist. Ja, und ihr könnt gerne mal schreiben, was ihr denkt, was ich auf meinem Auge habe. Also nicht von euch aus gesehen, sondern tatsächlich schreibt das irgendwie dazu, damit ich das verstehen kann. Oder ich mache euch mal eine Abstimmung rein. Das ist rechts, das ist links. Was habe ich drauf? Genau, ich frage einfach mal, welches Auge ist Essens. Mal gucken, ob wir drauf kommen. Ihr könnt natürlich auch weiterspulen und einfach das Ergebnis sehen. Ich blende euch jetzt mal ein, wie ich das Ganze aufgetragen habe. Und dann seht ihr ja schon direkt, was was ist. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und los geht's. Ich starte mit einem Painterly Paint Pot von MAC. Entschuldigt bitte, wenn mein restliches Make-up jetzt nicht mehr ganz so fresh ausschaut. Es ist schon echt 7 Uhr abends und ich bin den ganzen Tag schon unterwegs und habe mich jetzt nicht nochmal abgeschminkt und neu geschminkt, weil es einfach nur auf den Augen-Make-up, ne? Also weil ich das jetzt einfach nur mal testen wollte für euch. Es ist jetzt eine Sticky Base. Das wird ja auch empfohlen. Ich fange einfach mal mit Hatice an vielleicht. Ich nehme hier so einen ganz günstigen Pinsel, weil ganz viele haben mich auch gefragt, ob ich es mal nicht mit meinen High-End-Pinseln machen kann. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich habe zwei gleiche Wayne Goss Pinsel. Das sind die gleichen, obwohl sie ein bisschen anders aussehen, weil der ist ein bisschen neuer. Ich habe die komplett abgetupft, also da kommt kein Pigment mehr ab. Ich wollte sie jetzt nicht nochmal neu waschen vorher. Die Zeit hatte ich jetzt nicht. Ich habe die nämlich nur einmal benutzt und ist beides Male die Nummer 19. Und damit werde ich das dann einfach nur auf beiden Seiten ausblenden. Und ansonsten trage ich jetzt erstmal mit so einem flachen Pinsel, der ist übrigens von Barbara Hoffmann, My Beauty Secrets, der war mal in irgendeiner Box drin. Und das ist ein Synthetikpinsel. Und damit nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen Pigment auf. Ich tupfe ein bisschen ab. Und gebe mir das Ganze einfach mal hier drauf. Ich könnte ja die andere Seite theoretisch für Essence nehmen. Mal gucken, ob das funktioniert. Und ich habe mir überlegt, ich tupfe die Farbe auf und dann presse ich sie noch mit dem Finger drauf. Dann blende ich sie aus und dann gebe ich noch diese hellere Farbe Sandstorm in die Crease. Also wir machen kein großes Buhai, damit das ein vergleichbarer Look wird, ne?
ist auf jeden Fall ein etwas kühles Grün. Und ich nehme jetzt mal meinen Finger und nehme so ein ganz kleines bisschen Pigment und presse das hier so ein bisschen drauf. Aber ich finde den Farbunterton sehr, sehr schön, muss ich sagen. So. Ja, jetzt sieht man halt schon, das ist jetzt natürlich ein Synthetikpinsel, muss man dazu sagen. Ich habe jetzt hier so ein bisschen rumgemacht, ne? Ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Farbabgabe. Es sieht aktuell noch ein kleines bisschen fleckig aus. Ich muss das einfach aufbauen. Man muss hier so ein bisschen Pigment draufpressen. Bei dunklen Lidschatten kann das passieren. Wir können auch mal demnächst das einfach mal mit einer etwas dunkleren, anderen pigmentierten Lidschattenpalette ausprobieren. Wobei ich sagen muss, normalerweise, damit sowas besser hält, würde ich eh per se eine dunkle Base nehmen. Sprich irgendwie einen dunklen Kajal mir schon mal vorab aufs Lid auftragen. Aber darum ging es ja jetzt nicht. Sondern es ging jetzt ja darum, wirklich diese Lidschatten einfach mal eins zu eins nur zu vergleichen, wenn man sie so auf dem Lid hat. Okay, jetzt nehme ich mir einen von den Pinseln, den älteren vielleicht, ist egal, und verblende das schon mal so ein bisschen. Und nehme mir jetzt vielleicht die Farbe Sandstorm. Damit verblende ich die Kanten. Ich finde, das ist eine Mischung aus Grün und Blau irgendwie. Also mir gefällt diese Farbe sehr, sehr gut. Ja, und jetzt mache ich direkt weiter mit der anderen Seite. Einfach, bevor das jetzt komplett fertig ist, dass man einfach mal sieht, wie es bis zu diesem Step hin ausschaut. Ich habe jetzt gerade geguckt, ich habe 6 Minuten gebraucht. Mal gucken, wie lange ich hier brauche. Ich nehme einfach einen anderen Pinsel. Ich könnte aber theoretisch tatsächlich einfach die andere Seite, ja, da ist nichts drauf, die andere Seite von dem Pinsel nehmen. Ich tupfe trotzdem mal die Seite so ab, ja genau. Dann habe ich hier wirklich nichts drauf und gehe einfach mal hier rein in diesen Ton. Ja, das ist ein ganz anderes Grün, seht ihr das? Pigmentierung kann man wahrscheinlich sogar vergleichen. Es ist auch sehr, sehr gut pigmentiert von Essence, muss ich sagen. Aber es ist einfach eine ganz andere Farbe. Seht ihr das? Also das ist ja richtig kühl und das ist halt richtig grün. Und das von der Hattie hat mehr einen blauen Unterton, einen kühleren Unterton. Und das hier ist einfach mehr grün. Muss man jetzt einfach gucken, was einem besser gefällt. Jetzt nehme ich meinen anderen Pinsel. Ich habe aber fast den Eindruck, dass hier ein bisschen mehr Farbe direkt drauf ging. Konnte man auch, glaube ich, sehen. Ne? Und ich nehme jetzt einfach diesen Ton hier. Diesen, weil ich keinen anderen Ersatz habe quasi. Und das ist nämlich auch schon der Punkt, die ähneln sich nämlich nicht so sehr. Das ist nämlich eher ein Orange, aber ist ja jetzt auch egal. Wir machen es jetzt einfach mal. Vielleicht gehe ich auch noch ein bisschen in den hellen hier vorne rein, damit ich das mischen kann. Also, ob jetzt fleckig oder nicht, ne? Ich muss halt sagen, ich brauche hier nichts aufs Lid aufpressen mit dem Finger, ne? Und habe exakt die gleiche Deckkraft, wenn nicht sogar noch mehr, mit der Essence-Palette. Sieht man, ne? Also das muss man schon sagen. Ich habe jetzt hier gar nichts auf dem Finger. Und presse mir das auch einfach mal ein bisschen rein. Das ist nicht schlecht. Es ist jetzt einfach die Frage, wie lange hält das. Aber wie gesagt, ich bin eh von so Vergleichen. Man kriegt immer ein ähnliches Produkt mit einem ähnlichen, sage ich mal, entweder mit einer ähnlichen Farbe oder mit einer ähnlichen Konsistenz. Das wird es immer geben.
Aber das ist jetzt eigentlich genau der Vergleich, den ich haben wollte. Ich schminke das gleich ganz in Ruhe fertig mit den jeweiligen Farben auf der Seite. Aber ihr seht schon, mir gefällt vom Farbschema diese Seite einfach besser. Sorry. Aber man kann das natürlich auch so machen und es ist auch in Ordnung. Aber ich gehe jetzt doch noch mal mit dem Finger auch rein, damit es ein bisschen, damit es jetzt nicht unfair ist, ja? Das ist halt eher so ein Jagdgrün und ich finde dieses Grün zu meinem Ton einfach ansprechender, weil das irgendwie einen anderen Unterton hat. Das könnt ihr ja sehen. Und auch diese Transition Shades finde ich einfach schöner. Ich mag solche Orangetöne persönlich nicht so sehr, außer es ist in einer Palette, wo vielleicht noch mehr Copper und Orange und so weiter drin ist. Dass ich nicht nur eine Orangefarbe würde ich nicht benutzen. Benutze ich auch nicht in der Tati-Palette. Ich habe die jetzt mal benutzt in der Kristen Dominic Palette, die war allerdings richtig cool, nur da waren dann auch noch drei, vier schimmernde Orange-Rosa-Töne dabei, dann hat das wieder gepasst irgendwie, aber hier in so einer Palette macht mich so ein Orange gar nicht an, muss ich ehrlich sagen, insofern okay. Also qualitativ, klar, kann man sagen, trägst du dir in Essence auf, hat es erstmal tatsächlich jetzt sogar eine ganz gute Pigmentierung, da ne? Kann man echt nicht meckern. Muss man einfach neidlos anerkennen. Das ist einfach so. Es ist ja wunderbar, dass wir mit Essence super Produkte haben. Ich habe ja auch ganz viele Essence-Tutorials gemacht und Love und Catrice. Und ich war immer schon begeistert von der Qualität für den kleinen Preis. Aber man vergleicht ja jetzt auch keine. Das ist halt irgendwie Äpfel mit Birnen. Und oh, seht ihr, was jetzt passiert? Ich verblende. Was passiert denn jetzt, bitteschön? Und es verblendet sich ins Nichts. Okay. Ja, und das ist, glaube ich, genau der Punkt, was passiert. Es ist halt pudrig, ne? Und ich gehe da ein bisschen drüber und jetzt, das ist wie, als ob ich das weghaue und es ist nicht mehr da. Also, da siehst du schon den Qualitätsunterschied. Tut mir leid, also. Also irgendwie, je länger man das blendet, umso mehr verwischt das. Jetzt nochmal in die Hattie-Palette rein, einfach um zu gucken, ob das da auch passiert. Nochmal in die Farbe Sandstorm. Ja, es sieht einfach besser aus. Es sieht schon ausgeglichener aus hier. Weiß ich nicht. Ich mache es mal so. Ich schminke diesen Look fertig komplett. Ich gleiche das auch aus, wo ich jetzt hier einfach so ein bisschen drüber war. Poste ein Bild auf Instagram und frage nach, was gefällt euch besser. Und zwar mache ich das, bevor ich dieses Video poste. Und dann kann ich euch auch einblenden, wie die Leute abgestimmt haben, wenn sie nicht wissen, was was ist. Und ich mache das aber beides gleichmäßig und trage das nochmal neu und schön auf und verblende es nochmal ein bisschen, so dass es fair ist, ja? Also wir machen hier keinen Betrug oder sowas, weil da haben wir nichts von. Aber ich finde das einfach wesentlich smoother, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Ich nehme mal ein bisschen Pigment hier runter und von dem Pinsel und mache den mal ein bisschen so. Und dann verblende ich das einfach nochmal hier. I don't know. Es vermischt sich jetzt alles so ein bisschen ineinander und sieht so ein bisschen muddy aus. Kommt wahrscheinlich daher, dass ich da einfach mehr Pigment drauf habe, weil ich mit dem Finger nochmal nachgegangen bin. Es ist jetzt eben so, wie es ist. Das ist mir jetzt gerade kurz passiert, weil ich ein bisschen weiter geblendet habe. Ich denke mal, ich bin nicht der einzige Doof, dem das passieren kann. Bei der Janine sah das alles so toll aus, aber sie macht das auch alles sehr delikat und so. Ich habe manchmal keine Zeit und keine Muße und mache dann vielleicht ein bisschen schneller rum. Und wenn es euch auch so geht, dann ist das vielleicht nicht so optimal mit dieser Palette. Und hier funktioniert es doch ein bisschen einfacher. Just saying. Natürlich kann man diese Palette auch kaufen. Gerade wenn man halt einfach aufpasst und es vorsichtig macht, dann kriegt man das damit auch hin. Aber dann kann man halt nur diesen Look kopieren und nicht noch irgendeinen weiteren. Aber wir sehen uns gleich mal zu meiner finalen Meinung. Ich mache das mal eben fertig und säuber das ein bisschen. Das ist jetzt mein fertiges Ergebnis. Ich komme mal näher ran. Könnt
könnt ihr selber entscheiden, was euch besser gefällt. Ich kann ehrlich gesagt gerade gar keine Entscheidung treffen. Die Palette von der Hatice, die ist natürlich was vielseitiger. Man kann mehr individuelle Looks schminken, weil man einfach mehr Farbauswahl hat, auch noch mit dem Blau und vor allen Dingen mit der Farbe Monday. Ich habe dazu schon ein volles Video gemacht, ich werde euch das einfach mal verlinken. Wenn ihr aber nur diesen Look nachschminken wollt und alle anderen Farben nicht wollt aus der Palette und euch die Palette von der Hatice zu teuer ist, kann man diese Palette wählen. Aber man ist mit der Auswahl der Looks doch beschränkt auf so einen grünlichen Look. Ihr habt halt nochmal ein etwas helleres Grün auch drin, was das Ganze ein bisschen mehr tagestauglich macht. Das Braun ist erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Das habe ich genommen, um hier unten meinen braunen Aldi-Kajal zu setten, den es übrigens aktuell gerade wieder gibt. Ich hoffe, den gibt es auch noch, wenn ich das Video online bestelle. Und das Braun hat mir sogar noch von der Farbe ein bisschen besser gefallen als aus der Hatice-Palette, weil das mir hier ein bisschen zu warm ist. Dieses Braun sehr kühl. Genau andersrum sieht es aus bei den grünen Lidschatten. Da ist das eher kühl und das eher warm. Aber so ist es halt. Beides coole Paletten. Entscheidet selbst, was euch gefällt. Hier habe ich euch hoffentlich die Entscheidung ein bisschen leichter machen können. Und ihr habt ja jetzt mehr Infos für eine Kaufentscheidung. Und weiter geht's jetzt mit dem DM-Haul. Also viel Spaß, ihr Lieben. So, ihr Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ich habe das kurz genug gecuttet, das Lidschatten-Tutorial. Ich habe es jetzt ganz schnell gemacht. Ihr seht ja im Endeffekt, welche Farbe ich wo aufgetragen habe. Ich wollte euch das jetzt nicht in der Gänze zeigen, damit das Video einfach nicht zu lang wird. Ihr könnt euch dazu ja sehr, sehr viele Tutorials auch anschauen. Ich denke, ganz viele werden jetzt auch Tutorials mit der Hatice-Palette machen. Ich bin mit der Qualität super zufrieden. Ich mag die Farbe ein bisschen mehr. Ich habe eben meinen Mann gefragt, der konnte ganz klar erkennen, dass das die Seite von Essence ist. Aber seine Begründung war sehr interessant, denn er sagte, die Seite ist deckender, aber irgendwie anders geblendet oder sowas. Er konnte es nicht so richtig beschreiben. Genauso ist es letztendlich auch. Vom Farbton her sah er keinen Unterschied, aber er ist auch ein bisschen weitsichtig, muss man ganz klar sagen. Ich sehe schon einen Farbunterschied. Jetzt nach längerem Drauflassen nicht. Von weiter weg sieht man es auch nicht. Ich finde, Hatties Palette ist ein bisschen kühler, die ist ein bisschen wärmer. Aber für diesen Look ist es eigentlich wahrscheinlich wurscht, welche Palette ihr habt. Ihr habt einfach mit der Hatice-Palette meiner Meinung nach ein bisschen mehr Auswahl, aber sie kostet halt auch 55 Euro und die kostet 7 Euro. Wenn ihr nur diesen Look nachschminken wollt, reicht diese Palette natürlich. Wenn ihr Hatice mögt, unterstützen wollt und einfach noch ein paar mehr Farben haben wollt, dann könnt ihr euch gerne diese Palette kaufen. Ihr müsst es letztendlich selbst entscheiden. Ich habe beide Paletten nicht kreiert. Ich bin nicht die Brand. Deswegen don't hate on me. Ich zeige euch einfach nur, was ich gesehen habe. Mich hat das selber auch interessiert. Ich bin grundsätzlich, das wollte ich hier auch nochmal sagen, nicht so der Typ, der sich gerne exakte Dupe-Paletten zu irgendeiner großen Marke kauft. Ich weiß zum Beispiel, es gibt von Revolution eine Palette oder mehrere Paletten, die sehen aus, original von den Farben, wie Pat McGrath. Natürlich nicht von der Aufmachung her, ne? Und auch nicht von der Qualität, aber das Farbschema ist 1:1 kopiert und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich würde mir sowas nicht kaufen. Ich kann das verstehen, dass sich das Leute kaufen, aber vielleicht auch, wenn sie gar nicht wissen, dass das jetzt eine Nachmachung ist, sondern sich das einfach nur so kaufen wollen. Aber ich finde halt, wenn jemand 1:1 was kopiert, was jemand anderes wirklich mit viel Gehirnschmalz und Denkleistung und Arbeitsleistung entwickelt hat, finde ich das irgendwie nicht so cool. Genauso wie diese ganzen Fake-Taschen, Fake-Uhren, Fake-dies, Fake-das. Kann man alles machen, ist auch alles legitim. Ich glaube, ich habe sogar auch irgendeine gefakte Tasche mir irgendwann mal gekauft, aber ich würde es jetzt nicht mehr machen. Ich denke mir einfach, ich laufe dann lieber mit irgendwas rum, was No-Name ist, kaufe mir eine Jeans vom Aldi und lebe mein bestes Leben. Und kaufe mir nicht irgendein Fake-Produkt. Also das ist halt immer so eine Geschmackssache, aber ich verurteile da keinen. Ich kann das durchaus verstehen, wenn man einfach eine Farbe oder irgendwie eine Palette haben will, dass man sich einfach das Günstigere kauft, auch gerade wenn es der Geldbeutel nicht zulässt. Das kann man ja einfach selbst entscheiden oder man es einfach nicht ausgeben will dafür. Welche Gründe man auch immer hat, ist alles in Ordnung. Denkt nur daran, es ist nur Make-up. Und bitte zerfleischt euch nicht die Köpfe in den Kommentaren oder die Fingerchen oder so. Wir können alle hier uns einen schönen, positiven Beauty-Space schaffen oder das Ganze mit Hass füllen, wie es irgendwie draußen in der Welt ist. Letztendlich, wie ihr das Ganze seht, entscheidet ihr einfach nur selbst.
Vieles startet im eigenen Kopf. Und ja, ich möchte euch einfach ein bisschen eine positivere Sicht auf die Dinge geben, denn letztendlich ist es tatsächlich so, wie du es selbst siehst, wie es dann tatsächlich auch ist. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille und letztendlich spielen die eigenen Gedanken dazu auch eine große Rolle. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal. Und wenn ihr noch nicht genug habt von meinen Videos und auch welche verpasst habt, wie zum Beispiel das Hatice-Schmidt-Video, das verlinke ich euch mal hier. Hier eins meiner letzten Videos und hier könnt ihr abonnieren. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao.